Dann führt uns der Weg eben wieder nach unten. In die Tiefe. Die Tiefe. So. Ach, cool. Ich habe mir schon fast gedacht, das sah von außen schon so aus. Oder von die Striche. Aber ich hätte gedacht, das wäre zu banal. Eine Tür, die wahrscheinlich aktiviert werden muss. Das ist eine faule Frucht. Die sieht auch so faul aus. Wenn Monster einen Frosch frisst, solltest du nach einer faulen Frucht suchen, um ihn zu beruhigen. Weil dann wird ihm schlecht und der speit den Frosch aus. Haben wir schon einmal gesehen. Da oben ist so eine faule Frucht. Hallo? Fragezeichen. Zwei Dinge müssen geschehen, damit sich dieses Tor öffnet. Erstens, ein Tor muss da sein, zweitens, es muss sich öffnen. Jeder Abschnitt des Feldes ist wie ein Behälter, du kannst etwas herauslassen oder etwas darin fangen. Oh, Monsti. Und Frosch. Ja, schön. So, meine Kiste. Was haben wir denn? Wie kriegen wir Monster denn überhaupt hier rein? Kriegen wir den überhaupt hier rein? Hier ist noch so ein Rohr. Hast du, da fehlt ein Stück, oder wie? Achso. Ja, hier, Kiste, komm mal weg. Braucht man nicht. Sehr, guck mal, selbst das Gras ist hier weiß. So, ja, tritt. Pam. Hier passiert wahrscheinlich, sieht man dann... Okay, da habe ich nicht mitgerechnet. Wie cool ist denn das? Also das finde ich jetzt mal wieder... Ich bin mal wieder überrascht. Ja, schöne Frösche. Was hat das denn mit den Röhrchen hier auf sich? Kann man da was mitmachen? Ich mache das erstmal wieder zu, ne? So, ich gucke mal, was bei den anderen Sachen hier passiert. Da müssen wir Monster irgendwie noch hier hochkriegen. Okay, da ist Monster. Ey, wie cool ist denn das? Nein, nicht schon wieder. Nein, Monster. Geh weg. Ich mag dich nicht. Also, ich mag dich schon, aber nicht jetzt. Hallo, ich war da kurz vor der Treppe. Hallo? Jetzt mach doch keinen Unsinn. Monster. Hallo. Aus. Wehe, du triffst mich nochmal, bevor ich hier die Treppe hoch bin. Wunderbar. So. Da, bitteschön. Faule Frucht. Ist super. Om nom nom. Ja, das hat er davon. Juli, dann ziehen wir mal hier dran, was hier passiert. Er ist wieder weg. Wie cool ist denn das? Das ist eigentlich eine Überblendung von verschiedenen Gegenden hier, wie es den Anschein hat. Wir können ihn also... Aha, Moment. Ich muss mal eben gucken. Sah das, was wir gerade gesehen haben, oder eben gesehen haben, sah das irgendwas wie hier aus? Nee, ne, das war jetzt nicht ganz richtig. Sonst hätte man ihn hier hoch befördern können, theoretisch. So, wir müssen ihn gefangen halten hier in... Moment. Ich will ihn erstmal in das, in die Kiste da, in dieses Feld hier reinstopfen. Wir brauchen auf jeden Fall was zu futtern. Hätte ja theoretisch von dem, wo wir eben gerade waren, kommen können, ne? Hier ist ja genau nichts. Ich muss mal eben gucken. Zwei Dinge müssen geschehen, damit sich dieses Tor öffnet. Wunderbar. Einmal das Rohr muss da sein und Monster muss in dem Feld stehen anscheinend. Jeder Abschnitt des Feldes ist wie ein Behälter. Du kannst etwas herauslassen oder etwas darin fangen. Herauslassen. Ja, wir haben, ich meine, wir haben eine Frösche schon herausgelassen, theoretisch. Oder wir machen das nochmal eben hier. Ah, da kommen immer... Nein, Frösche, bleib weg. Da kommen immer neue Frösche raus. Das ist...
nicht schön. So, hier Monster, komm mal mit. Ich hab was für dich. Jo, guck mal. Ein Ball. Pam. Oh, interessiert ist er. Was passiert? Ah. Was passiert? Ich komme noch ein bisschen mal hier rüber. Ich möchte gerne sehen, was denn passiert. Pam. Ja, ist ja schön. Muss ich jetzt genau da in die Mitte schießen oder soll ich dann hier ein... Na, das war schon wieder zu weit. Ich hatte überlegt, ob man da ein Früchtchen hätte hinlegen können, aber dann bräuchten wir erstmal eins. Die sind zwar oben, aber genau, hier müsste man ja auch gegenhämmern können, ne? Oder? Genau, hier kann man welche runterfriemeln. Ja, da sind sie. Nüsschen, komm her. Na, Monster, hallo. Komm her. So, stell dich bitte ins Feld. So. Der Teil ist beseitigt. Ja, hier. Ja, ist ja gut. Ist ja deins. Ja, ist ja gut. Okay, das bleibt anscheinend auch, weil das Feld ist weg. Das Rohr. Das haben wir ja, indem wir das rausgezogen haben, ne? War das Rohr da? Oder? Nee, das Rohr muss aber... Frosch? Da muss ein Frosch rein, oder wie ist das? Moment mal, du musst einmal ausgesperrt werden, finde ich. Weil wir können das auch... Wir machen das mal anders. Geht auch ohne Fressen. So. Oh. Er findet das höchst spannend. Na, will er dahin? So viel zur Spannung. Wir machen das anders. Einmal hochgerobbt. Schnell runter, schnell runter. Schnell runter, bevor er die anderen da nimmt. So, er muss... Ah, sehr gut. Er muss weg. Dann können wir jetzt die Mitte hier öffnen und da können wir Frösche reinzimmern. Aber coole Idee, finde ich. Blöd ist, da sind jetzt die Frösche noch in der Gegend. Ah, Knuddelfrosch. Quark. Ich finde es immer noch cool, wie man die einfach mitnehmen kann. Fum, fum, fum. Selbst die Beine schlackern da, während wir da langrennen. Finde ich super. Oh. Ach, wie geil. Schlechte Manieren. Ach, da können wir Monster dann mit nach oben bringen. Okay. Also wenn Monster dann mal wieder nach draußen kommt hier. Wo sind die anderen Frösche hin? Ich möchte ungern, dass der da direkt am Knuspern ist. Hallo. Hallo, little Froschies. Guck mal, kann man sogar hier direkt im Rohr stehen. Und da ist die nächste Puppe auch schon wieder. Jo, drei Schnabelgesichter. Oder sind die Frösche oben jetzt? Ich meine, so schnell konnten die da eigentlich ja nicht hoch. Die Rohre wollen Frösche haben. Seltsam, seltsam. Gut, können wir dann noch zwei von da, oder einen noch hier von freisetzen? Indem wir nochmal hier neu erscheinen lassen. Nö, kein Frosch. Oder hatten die einfach mal keine Lust mehr? Weil Monster ja, oder weil das Rohr ja schon gesättigt ist. So, hier Monster, dann darfst du mal wieder dabei sein. Wieder einsteigen, die nächste Runde geht rückwärts. Und zwar hier, meine Runde. Na, nimm mit, nimm. Oh, bevor du gegessen wirst, so. Lauf. Du bist zu langsam, kleiner Kiko. Ach, hier oben sind die nächsten Viecher. Also Kokosnüsschen, nicht Viecher. Es schreit ja eigentlich danach, dass wir da hinten dann nochmal einen Frosch reinschmeißen sollten, oder? Wie sieht das aus hier? Er steht da unten. Ich meine, hier wird ja nicht angezeigt, was wir denn brauchen. Das ist ja nur da unten.
Ja, komm mit, komm mit, komm mit, komm hoch. So, hier bitteschön. Schon ist wieder zu. Okay, okay, das ging schnell. Ja, Erdnuss wird hier freundlich weiter. Aber die Dinger, die ploppen ja immer wieder auf. Die Nüsschen. Kann man ihn jetzt hier rein? Ach, genau, er muss. Ah, er muss ja genau ins Feld rein. So. Nein, lass mich weg. Lässt dir die Zunge einfach raushängen. Ja, komm rauf. Ah, sehr schön. Ja, hier bitteschön. Wump. Hol das Nüsschen. Moment, ist das hier jetzt? Nee, das ist auch noch ein anderes Stückchen Erde als das, was wir da hinten eingeblendet haben. Gift und Gegengift haben wir hier. Einfach nur so ins Rohr bringt genau gar nichts, ne? Wahrscheinlich. Er ist jetzt scharf auf den Frosch. Ja. Hä? Was haben wir jetzt davon? Ja, wir können ihn durch die Gegend locken. Wahrscheinlich, ich vermute mal, wir brauchen das, um den weiteren Frosch dann da hinten hinzubringen, ohne dass Monster uns aufgabelt und unseren kleinen Schatz entreißt. Den Schatz, den er gerne haben möchte. Ja, weil man sieht ja, er wittert das sofort. So, geh durchs Licht. Frosch kommt mit. Quark. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Frösche cool. So, Hams. Die sehen so friedlich aus, obwohl die halt von der Wirkung noch sehr böse sind. Alles andere als friedlich. Wo ist er hin? Warum rennt er ständig weg? Ach, er ist müde. Okay, das ist okay. Das soll machbar sein. Ja, gehen. Ja, ja, hast viel gefressen. Haben wir da was von? Da unten ist das Mädchen, es steht. Mysteriös, es steht einfach nur still, leblos, mädchenhaft. Da kann man hinter. Aber erstmal schauen wir, was bei ihr denn so los ist. Hallo? Du flüchtest. Sie flüchtet. Oh, es ist toll, hier ist direkt wieder grau. Hier ist die Stimmung ein bisschen mieser. So vom Gefühl her. Einfach nur, weil es farblos ist. Hi. Was ist das denn für eine? Ja gut, das kenne ich eigentlich auch so. So wie man das halt macht, ne? Haut sie jetzt einfach ab hier, oder wie ist das? Ich meine, Monster kann da einfach mal bleiben, ne? Das ist ja... Der wird schon nicht wegrennen. Denke ich, hoffe ich. Wir folgen ihr einfach mal. Oh nein, Fröschis. Böse Fröschis, bleibt hier. Okay, die bleiben hier. Okay. Das geht natürlich auch. Kiko benutzte den 100-Füßler, um was? Habe ich nicht mehr lesen können. Na, ihr könnt es ja lesen. Ihr pausiert das einfach und fertig. Aber was sagen uns die ganzen Symbole hier, die ganzen Zeichen? Was sollen wir da machen? Das führt direkt zum Monster hin. Von beiden Seiten sogar. Das sieht auf den ersten Moment mal etwas komplizierter aus. Aber ich weiß es nicht. Die Frösche bleiben zum Glück da drinnen in diesem Bereich. Zumindest bisher.
Da hinten ist eine Kiste. Vielleicht hilft die uns weiter. Vielleicht gibt ihr uns Tipps. Wer weiß, ist es zumindest eine Tippskiste. So, ruf auf den Kopf. Kommst du nicht weiter? Vielleicht kann ein dicker Bauch helfen. Ich hab's versucht, aber naja. Achso, im Spiel. Leicht unterschiedliche Symbole zeigen in verschiedenen Richtungen. Oh. Monsters Bett bewegt sich, wenn es in die richtige Richtung zeigt. Wie in die richtige Richtung? Was heißt in die richtige Richtung? Wir probieren das einfach mal. Ich versuche mich mal einfach um irgendwie drauf zu stellen. Was heißt in die richtige Richtung? Das ist hier einfach. Ich meine, ist ja cool, er pennt einfach weiter. Kann man ihn jetzt hier durch die Gegend schieben? Moment, wir haben hier dieses kantige Spiraldingen. Cool. Wir können ihn dann hier vorne hinschieben, dann kann man da oben drauf springen. Genau, kantiges Spiralding haben wir auch hier auf dieser Seite. Achso, das zeigt. Ah, das zeigt genau die Richtung, das. Ah, okay, das, was gegenüber ist, an. Ach so, ich verstehe.